Es sind neue Bilder aufgetaucht. Und zwar 5 Stück. Ja, an sich dachten wir eigentlich 4 Units, kommen 4 Units raus. Kommen jetzt etwa 5 raus oder ist das 5. Bild vielleicht etwas anderes? Aber ich möchte es euch nicht vorenthalten. Aber vorerst muss ich sagen, Dankeschön an den Zuschauer, der mir hier diese schönen Bilder zugesendet hat. Ja, die aber auch auf Reddit zu finden sind, möchte ich nochmal dazu sagen. Ja, sie sind wahrscheinlich in einer Sekunde auf Reddit gekommen und in der nächsten Sekunde hat mir die jemand gesendet. Ist auch egal. Komplett geil. Dankeschön nochmal dafür. Ja, wir gucken sie uns gemeinsam zusammen an. Ich muss wirklich sagen, ein bisschen positiv überrascht bin ich von den einzelnen Bildern. Ich möchte auch noch ein, zwei Worte dazu sagen, weil wir hatten ja ein Video gemacht, ja, Cookie Run Kingdom. Ihr könnt euch an irgendwie erinnern, ne? 29. August, komm raus, Video habe ich schon gemacht gehabt und ich möchte noch ein paar kleine Worte dazu sagen, also zu dem Video, was mir auf dem Herzen liegt, was ich auch im Stream schon gesagt hatte, aber vielleicht im Video nicht so ganz gut rübergekommen ist, aber ist egal, ich möchte trotzdem noch mal was dazu sagen, ja, Punkt. Aber noch eine kleine andere Sache. Ich hatte ein Video heute hochgeladen gehabt. Das Video habe ich wieder runtergenommen. Warum habe ich es runtergenommen? Weil YouTube es nicht gut, ich weiß es nicht, encoded hat? Nein, ich weiß es. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Also beim Hochladen des Videos hat sich... Tonspur ist irgendwie, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Die komplette Aufnahme von mir ist ganz normal. Aber irgendwie haut das mit YouTube nicht richtig hin. Ich schaue da jetzt nochmal und will das Video natürlich nochmal hochladen. Als fettes Dankeschön an die Leute, die das schon angeschaut haben. Ja, Respekt natürlich, ja, an euch. Ja, schön. Ich werde es aber nochmal hochladen, aber nicht heute. Ich schätze mal, morgen werde ich es dann hochladen für euch, weil es ist ein guter Moment gewesen und es ist mir wichtig, das hochzuladen und deswegen lade ich das jetzt natürlich nochmal hoch. Aber egal, gehen wir natürlich zu unseren 5... Vielleicht auch nur 4, 5, 4, wie auch immer, Units. Kommen wir auch gleich schon zu der ersten Unit. Ja, hier, wunderschön, mit der lilanen Shorts im Element Dark. Wir wissen natürlich nicht, wie diese Unit heißt, aber wie ich gerade gesagt habe, sie hat mich positiv hier überrascht, tatsächlich. Es ist eine Unit, die ich cool finde, die ich süß finde und ja, so ein bisschen Raccoonie-Style. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Natürlich jetzt hier elementar, klar hat die dann eine Schürze in Feuer an, in Rot an, in Gelb an, ich wollte auch sagen wieder Wind an und in Wasser in Blau an. Ja, ist ganz klar, wir können uns das schon irgendwie gut vorstellen, denke ich mal. Sieht ganz vernünftig aus, sieht ganz gut aus, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Gehen wir auch gleich schon zur nächsten Unit, die ich vielleicht nicht so hammergeil finde tatsächlich. Also im Design, wenn wir den Bildern glauben möchten, ja, ist ganz klar. Ja, die sind auch nur vom Reddit, ne? Ich will hier nicht zu 100% sagen, aber ich meine mal, die Units sehen schon recht echt aus, oder? Also deswegen, ja, solange nichts offiziell von Camtoast kommt, ist es eh immer Gerüchte und Reddit-Bilder und ja, kommt eine Collab, kommt keine Collab, ja, ihr wisst Bescheid, ja, aber das ist halt Reddit, deswegen... Und in der Videobeschreibung packe ich euch natürlich den Link nochmal von Reddit natürlich rein. So, und hier haben wir natürlich hier, ja, eine Unit in Feuerelement, pinke Haare, so ein Cookie hier, eine Schleife dort. Ja, ist nicht so mein Stil. Ist wirklich nicht so mein Stil. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ob euch ja dieser Style ja tatsächlich halt gefällt oder ob euch nicht so ganz gefällt. Mir gefällt er auf jeden Fall nicht. Aber ich möchte nochmal ganz kurz was zu sagen zu meinem Video, was ich ja hochgeladen hatte in Bezug auf die ersten Bilder, die da veröffentlicht wurden, auch auf Reddit und so weiter, halt mein Video, was ich halt gemacht habe. Nochmal ganz kurz, ja, was vielleicht nicht wirklich gut rübergekommen ist, aber viele Leute diskutieren natürlich jetzt, ja, und ihr denkt vielleicht, ich diskutiere auch über diese Collab. Ich mache eher Witze über die Collab, aber ich diskutiere nicht oder verteufle diese Collab überhaupt nicht, ne? Natürlich weiß ich, dass natürlich Fortnite mit Dragon Ball zusammenarbeitet und dass das ein ganz anderes Ausmaß ist als Cookie Run Kingdom. Natürlich ist das ein bisschen was anderes, ja, muss man wirklich so an der Stelle sagen. Aber ich finde es sehr, sehr gut, dass überhaupt irgendwelche Collabs kommen, dass irgendwelche Kooperationen mit anderen Spielen kommen, egal ob Camtoast da sowieso ein bisschen mit drin steckt, wie ich ja auch schon in meinem Video gesagt hatte, dass die eh gemeinsam irgendwie zusammenhängen. Aber trotzdem finde ich es gut, dass irgend so eine Kooperation wie letztes Jahr mit Street Fighter kommen, jetzt halt mit Cookie Run Kingdom. Es sind neue Events, es gibt Belohnungen, es gibt super Sachen natürlich, die man for free dann einfach bekommt. Und ich glaube, das ist in meinem Video nicht so ganz rübergekommen, aber deswegen wollte ich das hier nochmal sagen.
sagen, ich verfluche diese Kooperation nicht. Ich finde sie nicht scheiße oder sowas, ja. Jeder hätte sich nur vielleicht mit einem anderen Spiel das Ganze gewünscht. Aber okay, wir können nicht alle zufrieden machen. Und das nächste sieht auch ganz sweet aus und gefällt mir auch sehr gut, ja, die Unit. Die gefällt mir, wie gesagt, ja nicht so, aber gehen wir einfach mal zur nächsten. Da haben wir die nächste Unit, auch so ein bisschen Raccoon-Style, so ein bisschen süß, ja. Es ist nicht so mythisch, es ist nicht so wild, ja, aber auch sweet. Ich muss wirklich sagen, hier, kann man nochmal ein bisschen ranzoomen, hier ganz kurz bitte. Hier, also wirklich sehr detailliert, sehr gut gemacht, sehr Summoner's War-Style-haft mäßig, ja, hier mit den Sternen als Augen und sowas. Ist halt sehr süß, ja, es ist halt kein Fairy King oder so, ja. Muss man wirklich sagen, aber trotzdem sehr, sehr niedlich, ja. Vielleicht ist das ein Three-Star. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht ein neues Three-Star, hatten wir uns ja auch Ewigkeiten gewünscht hier bei Summoner's War. Würde auch passen zu irgendeinem Three-Star. Und wir dürfen nicht vergessen, ich schätze mal, wenn diese Kooperation vorbei ist, ja, kommen ja sowieso nochmal richtig Units, ne? Kommen ja sowieso nochmal richtige Units, die nicht in diesem Style sind, ja? Das heißt, wir haben dann 4/, vielleicht 5, man weiß es nicht, 4 neue Units, ja? Und das ist doch auch schon mal was Cooles, ja? Plus neue Events und. Also man muss immer die Vorteile dann auch rausziehen. Gehen wir zum nächsten und das ist unser Nat 5, ja? Das ist auch eine Unit, die hier veröffentlicht wurde. Das ist sie hier, wie gesagt, wenn man den Bildern glauben mag. Ist wie gesagt frisch hier aus Reddit, beziehungsweise habe halt nochmal auf Reddit geguckt, ist das auch so wirklich so und so weiter. Ja, und ja, das ich wollte es mir selber nochmal auf Reddit hier angucken. Ich gucke hier gerade nebenbei auch auf Reddit, ja. Deswegen, ja. Also ich wollte es mir selber nochmal angucken. Sieht ein bisschen aus wie so ein Monkey, ja, in so einer Rüstung oder so, was ich jetzt mal meine. So ein schöner Monkey oder sowas, eine Rüstung, das ist ja unser Nat 5, ja, wahrscheinlich auch einer der Units, die wir gratis bekommen, schätze ich jetzt mal, Nat 5 technisch, vielleicht im Element Wasser, also dem Element, was wir gerade sehen, vielleicht ist das unser Free Nat 5, was wir hier bekommen, finde ich ganz in Ordnung, ist okay, ich hätte mir jetzt, wenn ein Gesicht her, vielleicht ein bisschen mehr vorgestellt, ja, aber ist nicht, finde ich, so detailliert oder so detailreich wie dieses Bild hier, aber gut, das könnte auch einfach nur an Photoshop oder so liegen, dass das vielleicht jetzt nicht so detailreich ist, wie auch immer, hier von Come to Us. Aber ja, kommen wir zum nächsten Bild. Das ist das 5. Bild und ich weiß nicht, ob das wirklich eine Unit ist oder nicht. Es wirkt so. Und diese Unit gefällt mir auch sehr gut. Tatsächlich sehr gut. Könnte ich mir vorstellen, dass es ein Forster ist mit so einer Kirsche oben drauf. Also muss wirklich sagen, auch sehr, sehr detailreich, halt detailreicher jetzt, sage ich mal, als diese Unit. Also gefällt mir hier richtig, richtig gut. Ja, auch mit so einem Löffel in der Hand. Kann ich mir gut vorstellen, dass das halt vielleicht ein Forster ist. Was sagt ihr, Leute? Gefallen die euch vielleicht ein bisschen mehr als vorher? Ja, bringe ich euch die Kooperation hier, Summoner's War und Kugelrun Kingdom vielleicht ein bisschen näher? Ja, dann hätte sich dieses Video hier auf jeden Fall schon gelohnt. Schreibt es in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zugucken und schaut euch morgen natürlich nochmal das richtig geschnittene Video an. Ansonsten bis gleich im Stream. Wir spielen Summoner's War Chronicles.